Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einer neuen Gameplay-Review, nachdem mein Mikrofon endlich wieder da ist. Und zwar, da habe ich es ja, Badland, die Game of the Year Edition, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Badland kam 2012, 2013, glaube ich, für ein Tablet raus und jetzt die Game of the Year Edition ist eigentlich für alle. Also für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Steam ist es glaube ich auch, Wii U ist es glaube ich auch, PS Vita ist es glaube ich auch, DS weiß ich nicht genau, aber eigentlich so gut wie für jede Konsole oder Handheld ist es jetzt erhältlich. Und ich habe es noch nicht gespielt. Wir werden das jetzt einfach mal anspielen, habe ich mir gedacht. Also Gameplay Review und danach gibt es dann wieder meinen Kommentar, wie mich hier geflasht hat oder nicht. Ich bin mal gespannt. Ich war ja damals schon drauf und dran, mir das mal für mein Handy zu holen. Aber auf dem Handy spiele ich ungern. Der Anfang sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Ich muss jetzt hier praktisch. Kann den jetzt steuern? Kann ich jetzt irgendwas anderes drücken? Ah, okay, da fange ich wieder von vorne an. Okay. Halten. Achso, gibt nur. Achso, ist nur eine Taste momentan da. Also praktisch den linken Analogstick und das X und hier macht er mit R2 macht er gleiche. Ich werde nur mit R2 steuern. Macht sich so ein bisschen besser, finde ich. Ist da nicht. Durch Messer. Verdammt knappe Angelegenheit. Ah! So wie es aussieht, habe ich jetzt ein Level geschafft. Auch das Hintergrundbild. Ich bleib mal kurz liegen, dass wir uns das angucken können. Ach so, das geht automatisch weiter. Okay. Schade. Aber wenn ihr das seht, da hinten die Augen gehen auf und zu. Ah, cool.
Shit. Ich nicht mehr durch. Ah, cool. Nächste Level geschafft. Also hat definitiv, hat das was. Ist ein bisschen tricky zu steuern, wenn man ja nur diesen einen Knopf hat. Oh, Klon? Klon. Bin geklont. Ah, fuck, der ist tot. Ich hatte mir damals mal ein bisschen was durchgelesen und... Ah, shit, ich bin tot. Und da konntest du endlich klonen, das weiß ich. Ich habe mich auch jetzt in... Bevor ich das gespielt habe, mir mal die Tablet-Version beziehungsweise bei Google Play die Version noch mal ein bisschen durchgelesen, die Pressemitteilung durchgelesen, die ich gekriegt habe. Doch an der Dash. Ah, ich hab's geschafft. Ich ärgere mich eigentlich, dass ich es damals nicht doch irgendwie mal geholt habe. Für Tablet, weil das macht echt richtig Gaudi. Was machen die? Machen die mich langsamer oder schneller oder was machen die mich? Ah, die machen mich schneller. Schon ja nicht mal so leicht. Aber das Level machen wir noch und dann mache ich meine Bewertung. Oder Bewertung will ich jetzt. Ich nenne das ungern Bewertung, weil ist ja einfach nur meine Meinung. So. Und wie lange haben wir jetzt gespielt? 8 Minuten. Ja, dann können wir eigentlich noch ein Level machen. Ja, es wird immer komplizierter, hier sich hier durchzufummeln. So, hier. Ah, hier komme ich nicht durch. Ah, shit, und tot. Ah, das wird immer beschissener. Ah, tot. Okay. Okay, okay, okay. So, hier hoch. Ach, tot. Ha, jetzt hab ich's. So.
Ah, shit. Ah, jetzt habe ich mich oben verhaspelt. Schon immer kniffliger hier durchzukommen. Ah, nee, komm nicht durch. Bin zu fett. Ist schon nicht so leicht. Jetzt sehe ich gerade ja nicht mehr durch, wer ist hier. Ach, da ist schon das Ende gewesen, okay. Geil. So, jetzt gebe ich aber mal. Das sieht nicht so frei aus. Achso. Jetzt versuche ich mal hier, beim Spiel mal so meine Meinung abzugeben. Ich finde die dezenten Dschungelgeräusche, die im Hintergrund sind, die hört ihr ja auch. Finde ich sehr angenehm. Wow. Es ist halt nicht so einfach. Es wird immer schwerer. Mit der Zeit. Ja, hier gerade. Oh, jetzt gerade bei so einem Level jetzt hier Bewertung hinverlegen zu können. Ja, ich nenne schon wieder Bewertung. Ich will es eigentlich ja nicht Bewertung nennen. Mein Statement dazu abzugeben ist gerade etwas schwer. Aber es ist wirklich cool gemacht, das Spiel. Es ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Tot? Tot. Macht schon extrem Spaß, muss ich sagen. Ah, ich komme nicht durch. Shit! Also. Zack. Ah, ich hab ihn habe ich durchgekriegt. Den habe ich durchgekriegt.
Ja, ihr seht gerade, es ist extrem schwer, so eine Bewertung, Statement oder was, wie es hinzukriegen bei dem Spiel gerade. Oh, ja klar, jetzt habe ich mich dick gefuttert und komme nicht weiter. Na, toller Roller. Ganz großes Kino. Also man darf nicht alles mitnehmen, weil sonst habt ihr die A-Karte. Ja, wie ich jetzt gerade. Ich werde unten lang. Oben hat es keinen Sinn. Das Spiel hat es in sich. Muss man echt sagen. Das macht aber extrem Laune. Und auch diese puh, so ja schon die nächste geschafft. Vor allem diese Kombination mit wie man den R-Knopf drückt, langsam, schnell und lange gedrückt halten. Da kriegt man dann schon nach einer Weile die Führerin, aber das Level wird natürlich auch immer schwerer. Und ich bin schon wieder tot. Aber jetzt nichtsdestotrotz, ich bleib lieber mal stehen, sonst bin ich wieder so im Fieber drin. Ihr seht den Hintergrund. Der Hintergrund ist echt schön gemacht. Sehr einfach gehalten. Er lenkt nicht vom eigentlichen Spiel ab. Wir sind da dieser schwarze Ball, Knubbel, keine Ahnung. Da, der so ein bisschen fliegen kann. Ich bin schon wieder am Spiel. Du lässt eh noch nicht los, das Spiel. Muss man echt dazu sagen. Wird immer schwerer, aber fesselt ihn auch dementsprechend. Wow. Man kann auch nicht aufhören. Man muss unbedingt weitermachen. Man muss das nächste erreichen. Ihr seht ja, oh, mit diesen Klonen, mit diesen großen und kleinen werden, das ist schon extrem geil gemacht. Oh. Ja, und tot. Aber nichtsdestotrotz. Ich finde auch die Hintergrundmusik sehr schön gemacht. Sie ist jetzt nicht Sie ist jetzt nicht aufdringlich oder irgendwas dergleichen. Sie ist dezent im Hintergrund. Ach, jetzt aber ich hab's geschafft. Das war knapp. Und schon wieder ein Level geschafft. Ja, sie ist halt dezent im Hintergrund und das ist das Schöne daran. Ich komme echt nicht weg davon, ey. So ein Scheiß. Es gibt so Spiele, wo man sagt, hätte ich mal lieber nicht angefangen zu spielen, weil dadurch komme ich, nicht weg davon. Ja, ihr seht, ich wollte eigentlich aufhören und eigentlich hier Statement abgeben, aber es ist echt schwer zu realisieren. Ich bin auch neugierig, was passiert, wenn ich jetzt hier weiterkomme. Das ist so ein Extremsuchtfaktor-Spiel. Mensch, jetzt halt aber wirklich auf. 20 Minuten spiele ich hier schon. Jetzt halt wirklich auf, Leute. Ich will euch nicht länger
die Nerven rauben. Auf jeden Fall von mir ein Doppeldaumen nach oben. Ist ein richtig geniales Spiel. Sehr nervenaufreibend, entspannt, nicht wirklich. Aber es ist richtig genial gemacht und es kommt wirklich Gaudi auf beim Spiel. Also von mir auf jeden Fall Doppeldaumen nach oben. Richtig gelungen, richtig spaßig. Und ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir da auch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.